Ja, moin. Heute möchte ich euch mal ein paar neue Produkte vorstellen. Wir haben zum Beispiel die neuen Effektwachse der Marke König. Und die gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben, wie man hier sehen kann. Man kann die zum Beispiel nutzen, um das Wachs einfach als Finish auf die Schale aufzutragen und aufzupolieren. Man kann es aber auch nutzen, um zum Beispiel Poren damit zu füllen. Hier habe ich ein Stück Eschenholz, das habe ich geschwärzt und danach die Poren und danach das Wachs aufgetragen. Und das ist auf jeden Fall ein schönes Ergebnis. Hier habe ich zum Beispiel Schwarz mit Gold, aber man kann halt auch alle anderen Farben, die man hier in diesem Stapel sehen kann, dafür nutzen. Man kann das Wachs aber auch nutzen, um einfach mit einem Pinsel ganz klassisch damit zu malen. Hier habe ich zum Beispiel mit meiner Schwester und meiner Tochter einfach mal ein bisschen rum experimentiert und wir haben uns an abstrakter Kunst probiert. Also nicht nur für den Papa oder für die Mutter an der Drechselmaschine interessant, sondern man kann auch einfach ganz normal damit malen. Außerdem neu ist das König Pyrographie-Gel. Das König Pyrographie-Gel, ich zeige es mal ganz kurz, einmal entweder als Gelform oder auch als Stift erhältlich. Und das kann man dann einfach auf Holz auftragen und mit Hilfe eines Heißluftföhns quasi aktivieren oder in das Holz einbrennen. Die Wachse werde ich gleich einmal hier als Finish benutzen und die Außenseite werde ich komplett mit dem Pyrographie-Gel schwärzen. Und dann werde ich probieren, auf die Außenseite mit dem Struktureisen noch eine Struktur drauf zu hämmern, sage ich mal. Ich habe das noch nie probiert. Ich werde es einfach mal probieren und bin gespannt, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Ja, außerdem neu haben wir noch eine Eat, Sleep, Turn, Repeat Tasse, die uns jeden Morgen an unser schönes Hobby erinnern soll. Und außerdem bieten wir jetzt auch dieses wunderschöne neue T-Shirt an. Übrigens auch als Frau erhältlich. Dann steht hier natürlich Ehefrau, Mama, Drechslerin, Legende. So, als erstes zeige ich euch mal den Stift. Vor Gebrauch gut schütteln. Kappe öffnen. Dann muss man quasi einmal durchdrücken, das Pyrographie-Gel so ein bisschen auf die Spitze bringen. Und dann kann man hier fröhlich anfangen, irgendwas zu schreiben. So, ich habe das jetzt draufgeschrieben. Jetzt warten wir mal 2 Minuten und dann müssten wir das auch schon einbrennen können. So, 2 Minuten vorbei. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe hier so einen ganz handelsüblichen Heißluftföhn. Ich finde es echt cool. Da kann man sich auf jeden Fall Arbeit mit dem Pyrographiegerät sparen und wirklich ganz neue Sachen mal ausprobieren. Und ich werde jetzt auf jeden Fall mal das großflächig hier das Pyrographiegel auftragen und dann den ganzen äußeren Rand schwärzen. So, ich habe das jetzt komplett ausgebrannt. Und als nächstes werde ich mal hier auf diese beiden Ringe zwei verschiedene Wachse auftragen, zwei verschiedene Wachsfarben. Einmal nehme ich hier Magic Purple. Das trage ich einfach auf die schnellste Art und Weise mit meinem Finger auf. So, ich habe das jetzt flächig aufgetragen. Ich lasse das Wachs jetzt ein bisschen
einziehen und danach poliere ich das mit etwas Küchenpapier auf. So, das Ganze habe ich jetzt einen Moment einziehen lassen und jetzt probiere ich das mal aufzupolieren. Ja, das sieht so in etwa aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Die unsaubereren Ränder hier, die steche ich dann hinterher noch mal ein bisschen ab. Und jetzt mache ich noch mal hier eine Farbe auf den inneren Ring. Was nehme ich da? Dann nehme ich mal Magic Orange. So, aufgetragen und jetzt geht's ans Aufpolieren. Ja, das sieht doch auch schon mal ganz gut aus. Jetzt werde ich als erstes mal die Kanten ein bisschen nacharbeiten. So, und zuletzt werde ich mich jetzt nochmal an einer Struktur auf der Außenseite der Schale probieren. Das wird jetzt ein Experiment. Ich hoffe, das geht gut. So, ja. Das war einfach das, was ich wollte, eine Spirale erzeugen. Ist leider nicht so sauber geworden, wie ich mir das gedacht habe. Ich probiere einfach mal weiter. So, ich bin fertig. Ich bin nicht wirklich zufrieden mit meinem Ergebnis. Es war ein Experiment. Und es hat nicht wirklich geklappt. Die Schale war auch schon ein bisschen alt, ein bisschen verzogen, deshalb konnte ich nicht gleichmäßig Druck ausüben. Was man dann auch sieht, hier habe ich ein bisschen mehr abgenommen, hier habe ich ein bisschen weniger abgenommen. Ja, aber alles in allem ging das schon mal so ein bisschen in die Richtung, die ich vorhatte. Was meint ihr? Könntet ihr was mit dem Produkt anfangen? Was würdet ihr ausprobieren? Schreibt es gerne in die Kommentare und schreibt mir auch, was ihr generell von diesen Produkten haltet. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.